Für die Grüne Fraktion hat jetzt das Wort Frau Harms. Ja, danke, Herr Präsident. Ich will auch zur Türkei etwas ergänzen. Ich spreche zurzeit fast täglich mit Kollegen aus der Türkei, aber auch aus der Ukraine. Und ich glaube, eines ist weiter ganz wichtig. Wir müssen erkennen, dass demokratische Entwicklungen nie von außen erreicht werden können in Ländern wie diesen. Aber unsere Verpflichtung, den Demokraten in diesen Ländern bei ihrem Aufbruch in Rechtsstaatlichkeit und Demokratie weiter beizustehen, zwar in der Ukraine und in der Türkei, diese Verpflichtung dürfen wir nicht aufgeben. Und Herr Farage, Sie machen uns zu Nationalisten. Ich muss Ihnen sagen, als erstes war ich sehr traurig über die Entscheidung, dass die Briten die Europäische Union verlassen wollen. Sie sind ja gerade derjenige, der den Briten einredet, dass man die Herausforderungen von morgen, dass man die mit dem Weg zurück in das Gestern beantworten könnte. Und ich sage Ihnen eins voraus, dies Weg zurück ins Gestern, dieser Weg ist noch nie gut gegangen. Die Zukunft in der Europäischen Union, die Zukunft auf diesem Kontinent, die gewinnt der, der diese Zukunft gemeinsam wagt, weil die bessere Zukunft auf diesem Kontinent, die hat genau damit angefangen, dass wir das Gemeinsame gewagt haben. Und ich finde es eigentlich traurig, dass ich als Deutsche das einem britischen Nationalisten sagen muss.